Meine Lieben und herzlich willkommen zu Skyrim, eine lange Reise. Skyrim 2 muss ich dazu sagen, es gibt ja noch eine andere Reihe. Ja, Folge 51. Wir sind unterwegs zu Esbern. Die ist auch mal lustig, ne? Die Verrückte. Komm her. Ja, ja. Ich werde heute Abend gut essen. Kannibale oder was? Jemand muss etwas unternehmen. Bitte bringt mich nicht um. Was? Ach, da unten ist sie. Da ist die Verrückte. Da muss aufpassen, die sticht dich mit dem Messer. Deswegen lasse ich die immer in Ruhe. Da gehe ich immer gar nicht hin. Kann ich bitte mal raus hier? Bitte einmal. Ach, Chavez, bitte. Sei doch nett zu mir. So, komm weg von der Tür. So, siehst du, geht doch. Alles klar. Da wollen wir hin. Verschwindet. Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Esbern. Das bin ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Das bin ich nicht. Ich bin nicht Esbern. Der Spruch ist... Delfin? Woher? Ja. Also habt ihr sie endlich gefunden. Und sie hat euch zu mir geführt. Und jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. Wie? Ich hab's endlich gefunden. Wie kommst du denn darauf, dass ich Delfin gesucht habe? Dann hat sie also endlich die Wahrheit erkannt. Ich denke, ihr habt euch so lange nicht gesehen. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Aha. Das dauert nur einen Augenblick. Jo, ich weiß. Ich bin immer noch da. Halbes Jahr. Der hier klemmt immer. 10.000 Schlösser. Sind nicht mehr viele. Sind nicht mehr viele. Okay. Ich bin immer noch da. Ich hinter euch. Ja, ich das weiß. Das wäre geschafft. Ich weiß, dass du hinter mir kommt bist. Herein, kommt herein. Fühlt euch wie zu Hause. Wieso? Ich bin direkt hinter euch. Wieso seid ihr schon da drin gewesen? Zweitwohnung oder was? Besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Wie sind die denn da reingekommen? Also kämpft Delfin immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Meine Girlies. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Schon vor Jahren. Ja, was ist mit hoffnungslos? Du... Ach, das scheiß Klicken wieder. Habt ihr es noch nicht kapiert? Ey. Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Ich bin ja schon wach. Alduin ist zurückgekehrt. Ja. Genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt ich auch. Hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, ja. Der die Seelen der Toten verschlingt. Ja. Niemand kann seinem Hunger entkommen. Kennt hier oder im Jenseits. Er kennt uns ja. Alduin der wird kennt alles uns verschlingen ja und die Welt wird enden. Ja. Nichts kann ihn aufhalten. Doch. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Aber wenn alles eingetreten ist, warum bin ich dann nicht da? In deiner Vorsehung? Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Er kennt uns ja noch nicht. Als Drachen. Oh ja. Es wurde alles vorausgesagt. Jarvis, kannst du dich mal hinsetzen? Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Oh, nur Mädel. Ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Es scheint, als seien die Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Jarvis. Was? Ihr? Kann das wirklich sein? Jo. Drachenblut? Fang nicht an wie Delfin, dann lass ich die Reihe sausen. Gibt es Hoffnung. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen... Dann mache ich andere Quests. Wir müssen gehen, schnell. Also. Führt mich zu Delfin. Es gibt eine Menge zu besprechen. Das ist doch eine Ansage. Gib mir nur einen Augenblick. Jo. Ich muss noch ein paar Dinge mitnehmen. Das werde ich brauchen. Nein, nutzloser Tanz. Oh. Wo ist meine kommentierte Anuade? Oh, wo ist meine Anuade? Ich habe ja keine, oder? Doch eine. Na, Herkules, mein Schatz. Hast du schön aufgepasst? Nur kurz. Ich weiß, dass die Zeit dass knapp die Bösen ist, nicht aber kommen. Ich darf den Talmor keine Geheimnisse hinterlassen. So. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Tschüss, Kannibale. Nun, das
sollte wohl reichen. Wir haben es da doch nichts Schönes ist. Wo sind die Verrückte? Die Tür ist offen. Die rennt hier irgendwo rum. Da ist die wieder, wa? Nein, ihr werdet mich niemals finden. Aha. Der tut Ohr, ne? Der hat mitgekriegt, dass ich die suche. Was war das? Ist da jemand? Hallo! Jemand muss mir helfen! Ey! Hütet sie! Hallo! Die doch alle. Platz aussuchen. Da war die Verrückte. Elfgang kann uns nicht entkommen. Das war. Wer ist was? Voll. So, Schießkunst verbessert durch Talmor. Sehr gut. Machen sie doch noch zu was Nütze. Da ist die. Ach, die ist eine Taube. Die ist taub. Warum? Die ist eine Taube. Die hat ja nichts gehört. Dann ist sie auch Opfer der Talmor geworden. Wie gesagt, ich hätte die sonst ja auch in Ruhe lassen. Weil die unberechenbar war, die hat mich schon mal angepikst mit dem Messer. Sie schon mal in einer anderen, als ich alleine gespielt hatte. Deswegen lasse ich die einfach immer links liegen, sagen wir mal. Okay. Ja, und jetzt ist die rausgekommen aus ihrer Bude. Und den Talbo in die Hände laufen, die Arme. Das hätte ich ihr ja nun auch nicht gewünscht. Na lang. Nee, von da sind wir gekommen. Ach, meine Geldbeutel, die ich vorhin nicht gekriegt habe. Ah, geht doch. Sehr gut. Weil vorhin war das. Vorhin. Letzte Folge, sage ich jetzt. Bei mir ist immer vorhin, weil ich nehme ja mehrere Folgen hintereinander auf. Dann mache ich eine Pause, trinke ich Kaffee und so, weißt du. Ja. Ja, also vorhin. Vorhin ging das nicht, da war das verbuggt, da konnte ich einfach die meine sehnsüchtig von mir erwünschten Geldbeutel einfach nicht greifen. Und wenn ich ein Sensibelchen wäre, dann wäre ich jetzt deprimiert geworden oder so wahrscheinlich. Dann hätte ich. Aber so sind wir natürlich nicht. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, hat der alte Erich damals schon gesagt. Der Jan von WoWS, der kennt das ja auch. Da gab es keinen rückwärts. Immer nur nach vorne schauen, optimistisch. Und schwapp, hat man wieder Vereinigung. Was wollen wir mehr? Wer ist das? Oh, zwei. Ach ja, ja, stimmt. Hier laufen wir wieder lang, da müssen wir ja. Dann sind wir ja gleich. Dann sind wir gleich nochmal. Gleich nochmal an der Taverne. Na, hoffentlich. Die spielen die nicht alle verrückt wie Brindolf, der war ja auch verbuggt. So. Einfach nur gar nicht Hello sagen, einfach nur durchschleichen am besten, wa? Ganz unschuldig gucken. Noch mal weiter, ne? So. Manchmal. So. Erstmal weg hier. Vielleicht kann man ja Brynjolf später wieder normal ansprechen. Oh, was war da vorhin? In der anderen Folge? Nicht okay. Was? So. Also, bringen wir Esbjörn. Bringen wir Esbjörn nach Oswald zu Delphin. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ganz wichtig hier.